Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres U-Talks, dem Unternehmertalk. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt. Ja, ich habe heute einen Gast bei mir, der für viele Menschen der Grund war und ist, der CDU die Treue zu halten. Der Spitzenpolitiker, Innenexperte und Kanzlerin-Kenner Wolfgang Bosbach. Lieber Herr Bosbach, herzlich willkommen bei den jungen Unternehmern und bei den Familienunternehmern. Schöne Grüße in die Runde. Kommen wir mal zum Thema Konjunkturpaket. Wir haben ja jetzt seit letzter Woche ist ja das Konjunkturpaket bekannt, wo ich persönlich sagen muss, da gibt es viel Licht und Schatten, insgesamt 57 Punkte, teilweise auch ein Sammelsurium an Maßnahmen. Vieles wurde ja auch mit reingenommen, was man schon immer wollte und nicht unbedingt direkt was mit der Pandemie zu tun hat. Wir können sagen, von Unternehmerseite, die Überbrückungshilfen sind gut und vor allem sehr wichtig, um Unternehmen und die Familienunternehmen zu retten. Die Mehrwertsteuersenkung kann kurzfristig aus unserer Sicht ein Instrument sein, um Konsum anzukurbeln. Aber man muss natürlich auch sagen, wir sind viel in Gesprächen mit Unternehmern. Es wird ein enormer Mehraufwand für Unternehmen, allein die IT-Systeme umzustellen etc. Wie beurteilen Sie denn das Paket? Genau so, wie Sie es gerade beschrieben haben, das habe ich seit Mitte März jeden Tag erlebt. Forderungen, die immer schon aufgestellt wurden, aber nie politische Mehrheit fanden, bekommen jetzt das Etikett Corona in der Hoffnung, ja, dass es dafür jetzt Akzeptanz gibt. So ähnlich war es auch jetzt bei dem Konjunkturpaket. Dem allermeisten würde ich zustimmen. Einiges fehlt, was ich mir gewünscht hätte. Anderes ist, wie Sie richtig beschrieben haben, in der praktischen Umsetzung sehr schwierig. Denn alles das, was dann in nächtlichen Sitzungen im Kanzleramt ausbaldovert wird, muss ja dann von der Wirtschaft auch umgesetzt werden, möglichst rasch und eins zu eins. Sonst haben wir sofort den nächsten Krisenherd. Aber nehmen Sie mal das Beispiel Überbrückungshilfe. Schon gab es Kritik, weil diese Überbrückungshilfe, ich glaube, das ist die Ziffer 13, in der Überbrückungshilfe gibt es ja KMU-Regelung. Das sind nach den einschlägigen Vorschriften bis 249 Mitarbeiter. Das heißt, die 300, 350 haben, für die ist jetzt die Ziffer 13 nicht einschlägig. Aber eins ist doch klar, geben Sie ein solches Paket den Verbänden oder in die Öffentlichkeit, wird jeder sagen, das fehlt, das hätte ich nicht gemacht. Es ist ein Kompromiss, aber kein fauler. Glauben Sie, wie Herr Merz auch, dass er als CDU-Parteivorsitzender maßgeblich dazu beitragen könnte, die AfD klein zu halten? Ja. Ja. Ja, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz an der Spitze der Partei die AfD verhindert hätte. Das glaube ich nicht. Aber, also das Erstärken der AfD und den Einzug in den Deutschen Bundestag, aber dass wir das stetige Anwachsen der AfD verhindern können und dass wir die AfD deutlich reduzieren können mit einer Politik von Friedrich Merz, mit seiner Lebenserfahrung, mit seiner politischen Erfahrung. Ja, davon bin ich überzeugt, ja. Okay. Haben Sie aber einen Favorit, wo Sie sagen, das würde der CDU-Spitze gut tun? Ja, ich bin Anhänger von Friedrich Merz. Auf meine Stimme kommt es nicht an, weil ich nicht Delegierter bin auf dem Bundesparteitag. Aber ich habe nie ein Hehl daraus gemacht, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Friedrich Merz ein hervorragender Parteivorsitzender wäre. Und Frau Röser, wenn Sie mir die Anmerkung noch gestatten, je öfter ich höre, ist er nicht ein bisschen zu wirtschaftsnah und ein bisschen zu wirtschaftsfreundlich, desto mehr bleibe ich bei meiner Haltung. Nichts sagt über die Entwicklung der Union mehr aus als diese Skepsis. Früher waren wir stolz, wenn wir in der Partei, an der Spitze der Partei, Persönlichkeiten hatten mit einer ausgeprägten wirtschaftspolitischen Erfahrung und Expertise. Offensichtlich ist das heute gar kein Prädikat mehr, sondern eher ein Manko. Das erlebe ich jetzt in den letzten Jahren zunehmend. Der Gedanke, dass alles das, was der Staat ausgibt, auf allen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden, im Staat erst einmal erarbeitet werden muss
Und wenn unsere Unternehmen nicht erfolgreich, wettbewerbsfähig, exportorientiert sind, werden wir auf Dauer den Sozialstaat nicht immer weiter ausbauen können. Aber mit diesen Gedanken bist du heute nicht in der Mehrheit, damit bist du in der Minderheit. So hat sich das Land verändert. Wie schätzen Sie denn die Chancen von Herrn Merz ein? Oh, das ist eine andere Frage. Also bestenfalls 50-50. Norbert Röttgen hat Außenseiterchancen. Ich habe gerade heute noch Focus Online gelesen vom Fehler von Armin Laschet, der will jetzt raus aus dem Rennen. Ich teile diese Einschätzung nicht, weil Armin Laschet sehr clever und klug das Land Nordrhein-Westfalen regiert mit einer äußerst knappen Mehrheit. Aber wenn ich sehe, was die Vorgängerregierung hier alles angestellt hat, bin ich der festen Überzeugung, dass jedenfalls von sehr, sehr vielen Wählerinnen und Wählern die Politik von Schwarz-Gelb in Düsseldorf mit einer relativ guten Note bewertet wird und das zu Recht. Und das spricht dann natürlich auch für den Ministerpräsidenten, der ja auch im Gegensatz zu Friedrich Merz mit Regierungserfahrung punkten kann. Absolut. Herr Bosbach, wir haben ja hier unter unseren Unternehmern und Unternehmerinnen auch einige Fußballfans. Den Medienberichten zufolge haben Sie sich ja als Unterstützer des ersten FC Köln dafür ausgesprochen gehabt, dass die Bundesliga unter Einhaltung des Sicherheitskonzepts der DFL wieder gestartet wird, was von den Bekannten mittlerweile ja sehr oft in Talkshows gesehenen SPD Lauterbach kritisiert wurde. Was sagen Sie denn grundsätzlich dazu? Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Weil wir sehen ja auch im Handball und Basketball, die sind ja weiterhin ja geschlossen oder beziehungsweise nicht so im Betrieb wie der Fußball. Entschuldigung, das stimmt nicht. Der Basketball hat den Betrieb wieder aufgenommen, wenn auch mit einer anderen Modalität. Da sind die Mannschaften alle untergebracht in einem großen Hotel in Unterschleißheim unter Quarantänebedingungen. Alle wüsten Vermutungen von Herrn Lauterbach, von Herrn Kühnert, was jetzt passieren würde, haben sich allesamt nicht bewahrheitet. Die Hälfte der Spiele sind gespielt und geht es ja jetzt gar nicht darum, dass ich jetzt hier Mitglied und Fan des ersten FC Köln bin, sondern es war eine Frage des wirtschaftlichen Überlebens. Der eine war dafür, der andere war dagegen. Alles in Ordnung. Worüber ich mich maßlos geärgert habe, war, dass die Kritiker des Restarts nicht einmal gefragt worden sind, Herr Lauterbach, wie ist denn die Alternative? Also es konnte doch niemand ernsthaft glauben, die Bundesliga macht jetzt mal ein Päuschen und wir gehen wieder an den Start, wenn wir Impfstoff haben und Therapie. Dann wird es einige Bundesliga-Vereine oder Mannschaften überhaupt nicht mehr geben. Am Fußball hängen 56.000 Arbeitsplätze. Die entscheidende Größe sind nicht die Zuschauereinnahmen, sondern die TV-Gelder, die nicht mehr geflossen werden. Und jetzt mal ein Blick in die Wirtschaft. Jetzt machen wir uns mal ganz ehrlich. Die Sponsoren in den Stadien, die hängen doch die Werbung nicht auf, damit sie von den Zuschauern in den Stadien gesehen wird, sondern von den Millionen Fernsehzuschauern. In allen Formaten, allen Übertragungen sehen am Wochenende zwischen 15 und 20 Millionen Menschen die Spiele der Bundesliga. Das ist das, worauf die werbentreibende Wirtschaft oder die Unternehmen setzt. Das heißt, die Bundesliga wäre nicht mehr die Bundesliga gewesen, wie wir sie kannten, wenn wir über Monate hinweg den Spielbetrieb hätten einstellen müssen. Und ich bin sicher, mit einem solch ausgefeilten Hygienekonzept könnte auch in anderen Ligen weiter Sport getrieben werden. Und ich freue mich, wenn wir uns dann auch mal wieder offline sehen. Dankeschön für Ihre Zeit und machen Sie es gut und bleiben Sie vor allem auch gesund. Ich danke Ihnen und allen, die dabei waren. Alles Gute. Dankeschön, Herr Bosbach. Tschüss. Tschüss.